Hallo Bienenfreunde. Ich nehme euch heute mit, dann klick in dieses Bienenvolk, in dem vor etwa 8 Wochen, kurz nach der Sommersonnenwende, das Bannwabenverfahren angewendet wurde, in einer solchen Doppelwabentasche. Bannwabenverfahren sind ja allgemein Verfahren, um die Varroa-Last zu reduzieren, mit einer Effizienz von über 95%, ohne die Anwendung von Tierarzneimitteln. Hier wurde aber nicht irgendein Bannwabenverfahren verwendet, sondern das weltbeste Bannwabenverfahren nach Sleepers. 12, 18, 30. Was es mit diesen Zahlen auf sich hat, zeige ich euch in einem Videorückblick in den folgenden Minuten. Grob gesagt wird irgendeine Doppelwabentasche hier verwendet, in der am Tag 0 eine Mittelwand hineinkommt, die noch ausgebaut werden muss, und ein Rähmchen mit Leerwabe. Am Tag 12 wird die erste verdeckelte Wabe entnommen und ersetzt. Am 18. Tag wird erneut eine Fangwabe entnommen und ersetzt. Und letztlich am 30. Tag kommen 2 Fangwaben komplett hinaus mit der Wabentasche und die Königin wird wieder freigesetzt. Das Ganze dauert 30 Tage und jetzt sind 4 Wochen vergangen und ich werfe einen Blick in das Volk, um zu schauen, ob wieder genügend Brut entstanden ist, ob der Verlust an Bienenmasse kompensiert ist, ob gesunde Winterbienen rechtzeitig entstehen und ob die Varroa-Last niedrig ist. Aber zuerst ein kurzer Rückblick.
So, wie sieht es nun 4 Wochen nach Ende der Behandlung aus? Schauen wir in die Kiste. Verkettet. Der Schied wird etwas versetzt. Voller Futter, 3 Kilo und Pollen. Auch ein schöner Futterkranz und ein kräftiges Brutnest. Die Glieder frisch bestiftet. Sehr schön. Wunderbar. Ein großes kugelförmiges Brutnest, so groß wie ein Fußball. Schöner Futterkranz. Für den Winter gut vorbereitet. Die Waben sehen schön frisch aus. So konnte hier auch Wabenhygiene betrieben werden. Noch nicht ganz ausgebaut. Hier Pollenkranz, schöner Futterkranz. Schon die 4. Brutwabe. Neues Wabenwerk, sehr schön. Und einige Brutzyklen können da noch bis zum Winter erfolgen. Stifte haben wir ja schon gesehen, das heißt, die Königin ist im Volk, die nicht gesehen wird, auch nicht schlimm. Auch bestiftet. Und dann wahrscheinlich Pollen und Futter.
wollen wir nicht weiter stören. Wie sieht die Windel aus? Keine Milbe zu sehen. Wunderbar, das war's. Bleibt neugierig und findet eure beste Betriebsweise. Tschüss.